haben Sie auch noch sehenswerte Originalaufnahmen auf DV- oder HDV-Bändern? Und wie sichern Sie optimal und dauerhaft Ihre Videoszenen, die Sie mit einer Speicherkarte aufgenommen haben? Unser Thema in diesem Beitrag: Langzeitarchivierung von Videodaten. Herzlich willkommen bei Holgers Videotreff. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In den nächsten Minuten werde ich Ihnen meine Vorgehensweise vorstellen. Bisher habe ich meine älteren Aufnahmen einfach auf dem Masterband belassen. Im Laufe der Zeit kam da schon einiges zusammen. Nun müssen diese Bänder regelmäßig, also ein- bis zweimal im Jahr, umgespult werden. Sonst droht eventuell ein Datenverlust durch eine Entmagnetisierung. Das kann jedoch ein beträchtlicher Zeitaufwand sein. Und vergessen darf man es auch nicht. Und wie lange gibt es noch Bandabspielgeräte? Die SD-Karte, das derzeit in Amateurkreisen häufigste Aufnahmemedium, ist für eine Langzeitarchivierung zu teuer. Der Flash-Speicher ist ebenfalls nicht dafür vorgesehen. Bisher habe ich alle meine Daten von diesem Medium redundant auf Festplatten gespeichert. Nun möchte ich meine Videodaten auf einer M-Disk speichern. Wie gehe ich dafür vor? Beginnen wir mit der Bandarchivierung. Ich mache das mit Casablanca. Die Systemsoftware Bogart SE gibt es auch für Windows-PC. Für HDV-Aufnahmen habe ich ein Full-HD-Projekt angelegt. So werden die Aufnahmen gleich auf das Format Full-HD skaliert. Nach der Aufnahme teile ich den Film nach Themen oder Drehorten manuell auf und benenne sie entsprechend. Die Hauptszenen werden nun gelöscht. Anschließend erfolgt die automatische Aufteilung der Szenenblöcke von vorne nach hinten. Die Szenen werden nun der Aufnahme entsprechend durchnummeriert. Jetzt löschen wir auch hier die Gesamtszene des jeweiligen Themenblocks. Nun markieren wir die gesamte Szenenablage. Über den Button Optionen wählen wir Szenen exportieren aus. Unter Modus wählen wir beim Export M2TS. Die Qualität stellen wir auf sehr hoch ein. Verwenden wir den Render Booster, so ist H264 Transportstream Render Booster ein gutes Format. Beim Export wählen wir eine externe Festplatte aus. Nach Möglichkeit sollte das eine leere sein, da wir an dieser Stelle kein Verzeichnis auswählen können. Dann erfolgt der Export. Für ungefähr 190 Minuten, also drei Kassetten, müssen wir ca. 380 Minuten mit dem Karat einplanen. Also die doppelte Zeit. Am PC ist es da etwas einfacher. Hier können wir direkt einen Hauptordner anlegen, in den dann die Szenen exportiert werden.
Nach dem Export erstellen wir weitere Ordner, in denen dann die Szenen der jeweiligen Themen oder Drehorte verschoben werden. Verwenden wir Speicherkarten, so können wir direkt diese Ordner erstellen und die Originaldaten dorthin kopieren. Bisher habe ich dann diese Daten auf eine weitere Festplatte kopiert. Eine doppelte Sicherung ist auf jeden Fall zu empfehlen. Aber auch diese Platten halten nicht ewig. Auch hier ist man also wieder mit weiteren Sicherungen beschäftigt. Deshalb verwende ich seit kurzem die Blu-ray als M-Disc. Statt einer organischen Schicht wie bei einer normalen Blu-ray verwendet die M-Disc eine anorganische Schicht. Dadurch soll der Datenträger nahezu 1000 Jahre lesbar sein. Da die Blu-ray nicht so schnell verschwinden wird, habe ich mich für diese Art der Archivierung entschieden. Bis zu 25 GB gehen derzeit auf einen Datenträger. Einmal gesichert und ab ins Archiv. Benötigen wir die Daten erneut, so werden sie wie von einer Speicherkarte oder Festplatte eingelesen. Ich habe damit meine Archivierung vereinfacht. Auch meine fertigen Filme sichere ich als ISO-Datei und in den gleichen Formaten wie bei der gezeigten Archivierung. Die gesicherten Videodaten auf der Festplatte können dann gelöscht werden. Falls Ihnen mein Beitrag gefallen hat, so freue ich mich über ein Like und natürlich auch über Ihren Kommentar. Für heute danke fürs Zuschauen und tschüss, bis demnächst.